Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe, euch gefällt es. Solange ihre Nester intakt sind, werden ständig neue Insekten auftauchen. Schießen sie die Insektennester von Wänden und Decken, um die Insekten ein für einmal zu stoppen. Achso. What the fuck? Hätte ich einfach draufschießen sollen? Mit der normalen Munition? Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich wollte einfach Munition sparen, ich weiß. Hätte war. So. Jetzt stechen. Ja dann. Ziel, dass ihr. Als ob ich jetzt da meine ganze Munition jetzt einschießen müssen. Für ein einziges Nest, das kann nicht sein. Die hat es falsch gemacht. Das war der Spinner. Für Munition zu schade habe ich gekriegt. Ey, ja. Ich habe ganz viel Brennerkraftstoff jetzt. Aber ich noch immer keinen Flammenwerfer. Ist der Flammenwerfer hinter der Bude? Sag nicht, der Flammenwerfer ist hinter der Bude. So, ich habe einen Plan. Die gehen jetzt mal auf. Obwohl das gut überbrannt ist. Karte des alten Hauses. Yay. Ah ja. Warum die Spinnen? Ah, da war der Flammenwerfer draußen. True. Okay, wir haben eine Pistolenmunition, das ist cool. Ja, cool. Jetzt haben wir dann. Anscheinend kann mit etwas anderem kombiniert werden. Das heißt, ich hab den Flammenwerfer doch nicht noch hinten zu holen. Ich gedacht, ich muss den jetzt hinten holen. Aber anscheinend nicht. Ja dann, gehen wir mal weiter. Hilft dir nichts. Hilft dir nichts. Schwierig zum Speichern. Ich kann jetzt mehr Backpacker-Objekte tragen. Cool. Das ist cool.
Da ist das Ding zum Abschießen. Hey. Halt ein Fotojournalist. Ja, eigentlich zum Einloggen habe ich jetzt nicht wirklich viel. Eigentlich. Maximal was zum Ausholen. Aber. Lass mir das mal so. Speichern wir mal abgespeichert und jetzt schauen wir mal weiter. Wir müssen ja das Serum finden. Dann schauen wir mal, wo das Serum sich versteckt. Wir sollen ja angeblich nicht hochgehen. Aber. Was soll ich sagen? War da draußen nicht das Objekt, das was wir da hin müssen? Für die Spinne da? Das ist so verwirrend. Da waren wir noch nicht da. Sind wir eigentlich schon oben? Was war da? Nix? Haben wir nix, cool. Windmunition. Nix. Yay, machen wir halt wieder so. Munition ist im Spiel heilig, also. Schauen wir mal die ganzen. Das geht over. Yay. Aber das steuert jetzt immer noch nicht her. Das kann man nicht aufmachen. Ja, ein Schlüssel einmal zu warten. Nicht. Gehen wir aus hier oder gehen wir rum? Wait. Ist ein Motor. Das ist ein Nest. Schauen wir mal kurz zu mir. Und wo schaut die Map? Esszimmer. Komm ins Wohnzimmer. Wo waren wir eigentlich schon mal? Oh. Will ich rein? Will ich das kaputt machen? Habe ja keine Munition mehr, wenn ich das kaputt mache. Gute Frage. Machen wir es kaputt. Weniger ist mehr. Okay. Yes. Okay, wir haben zwar relativ viel Munition verbraucht, aber nicht so viel wie vorher. Ja, lol, da geht's unten durch. Ja. Die geht doch nicht zu. Da fängt das nochmal blinken an. Wo bin ich denn da jetzt? Münze. Irgendwie habe ich Angst. Wie viel AP haben wir gerade? Garb. Ja, solange es Garb ist. Schießwolf erkennt man zwar jetzt mehr herstellen. Look. Was ist das für ein Raum? Ethan?
Mia? Hallo. Ethan. Hi. Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Na. Was ist denn ihr für stimmt? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Ethan, hilf mir! Wie heißt denn er? Verdammt. Ah, das können wir oben hin tun. Wie heißt denn er? Lore. Na. Ja gut. Ich verbrauche das jedes Mal, weil einfach Steuerung normalerweise immer ducken ist. Bleib draußen! Oh! Verdammt! Aua! Kommen Sie das nicht mehr an. Ja, moin. Es wird kaputt. Cool. Aua. Aua. Das ist nicht gut. Wir haben es geschafft. Boah. Jetzt können wir gleich wieder uns heilen. Geil, einmal, ja. Ich stelle es mal wieder her, verklick mich dann wieder und dann haben wir es wieder. Immer. So, die Omi ist da schon neben, oder die Mutti. Ja. Eben keine Munition. Ja, ich bin gerade überfordert. Wenn jetzt die Omi da genau mal kommt. Hallo Omi. Cool. Was? Ja. Musst du jetzt zu Oma gehen? Er hielt sich wieder. Omi? Muss ich sie kaputt machen? What the fuck? Verfluchter Arschloch! Zeig dich! Der Mom ist kaputt. Omi! Omi geht weiter. Oh mein Gott, das ist... Die kommt ja sicher gleich wieder. Der Steinstatue da. Nice. Aber ich gehe zuerst einmal Flintenmunition holen. Jetzt ist das da offen. So. Aber mit Chemikalie und Schießpulver können wir da das herstellen. Abo! Ja. Mal abspeichern.
Und da haben wir ja eigentlich die Münze, können wir wieder eintun. Defekte Pistole, Schatzfoto, Schießpulver. Und damit kennt man jetzt eigentlich. Ah, hier ist nur Pistolenmunition, ich hab gedacht Flintenmunition. Ja, ich habe aber nur eins. Dann stellen wir mal verbesserte Pistolenmunition her, in der Hoffnung, dass das was Gescheites ist. Mit Munition kann ich mit G wechseln. Das ist die gute. Das ist die schlechte. Schauen wir mal, was wir mit der Mutti davon machen müssen. Gehen wir mal durch den Gang, den wir dort freigeschalten haben. What the heck? Genau. Ist das eine gute Idee? Die Arme haben wir da schon am. Mist, 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 Mist! Oh. Ah, Scheiße! Oh, ich geh da mitten durch. Schier. Hallo, Omi. Sind jetzt auf der anderen Seite. Restbrennstoff. Kraut. Da geht's bergauf. Da ist die letzte Tür, wo wir noch keinen Schlüssel haben, ne? Die sind dann so markiert mit einer Krähe, gell? Okay. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nachdem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Was planst du mit deinem Altar anzustellen? Ist hier dein Altar? Du lässt besser den dreckigen Finger davon. Deine dreckigen Finger. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armselig verwöhntes Kind? Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber eben so herabschauend und auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir deine Brust ab und serviere sie als Steak. Okay. Das ist gar nicht so einfach zum Lesen, wenn das so mit Groß- und Kleinschreibung ist, aber heftig. Heftig, heftig, heftig. Das heißt ja dann auch da oben drinnen, aber da brauchen wir noch irgendeinen Schlüssel. Ich schätze mal nicht, dass wir den schon haben. Hallo Mutti. Das. Ah. Wenn wir das kurbeln, können wir da wahrscheinlich eine Brücke oder so machen. Brauchen wir wahrscheinlich so einen Hebel oder so, aber das haben wir zur Zeit auch noch nicht wirklich, weil der wird auch nicht funktionieren. War noch nicht. Da droppen wir oben, okay. Da waren wir ja schon im Traum oder in der Diskette. Und haben die Aufnahme gesehen. Den da, den will ich mitnehmen, den Hebel da. Ah! Hey Bro, feeling fresh? Feel fresh, Alter. Das ist einmal ein Etikett für so ein Waschmittel. Das ganze Gerät nehmen wir jetzt mit auf, oder? Ah, den Hebel. Okay, okay. Irgendwo. Was? Das ist mir schon wieder. Oh, da ist noch was flüssige Chemikalien. Ja, cool. Die Frage ist, wann wir das ganze Psycho-Zeug reinhauen, damit wir mehr sehen.
würde es eher einhauen, wenn ich irgendwas finde. Was suchen muss natürlich. Aber zur Zeit finden wir eigentlich mehr oder weniger alles. Motto. Ey. Ja, mal auf. Ja, das packt das gut. Yay. Die Kurbel. Boah, wir sind schon wieder voll. Aber so viel Chemikalien haben. Nice. So. Welchen Weg sind wir noch nicht gegangen? Da ist ja noch immer die Oma. Also wir sind beim Eingang. Meiner Meinung nach waren wir da noch nicht da. Da ist zwar irgendwo die Oma und da hat sie die Tür zugemacht, deshalb würde ich sagen, wir gehen so rum. So. Und hoffen, dass uns die Mutti da nicht angeht. Hallo Mutti. Hi. Muss ich rechts oder links? Da ist die Mutti. Muss die kaputt machen? Hi. Sei mal hoch. Ah! Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört dir. Ja, meine Kleine. Eyo! Das funktioniert halt wie im Geschütz, ne? Au, 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 au. Eyo! Soll ich jetzt wieder mehr Munition herstellen? Als ob sie das gesagt hat. Oh mein Gott. Eyo! Jetzt verbrauchen wir wieder alles. Schießpulver. Achso, das haben wir noch. True. Dann kombinieren wir mal. Chemikalie haben wir keine mehr. Jeha. Den dollen Schlüssel. Die dolle Kugel können wir eigentlich auch einbocken da, oder? Und ja. Das Psycho-Ding haben wir auch eine. So. Immer der 10 Schuss. Iha! Hey, na? Die Oma ist da. Die sind weg. Trotzphase. Ja, cool. Ja, ich will doch nur nach Hause. Jedes Mal, wenn wir Munition haben, sowas. Niedrig. Jedes Mal. Cool.
Nein! Da brauchen wir die Kurve. Wir sind da alles kaputt gehen. Oh ja. Yeah. Hallo Mutti. Hi. Ja, wo ich was für das Spiel bin. Wir haben halt alles da hinten drinnen. Wir haben halt auch kein Heal mehr. Dafür war da irgendwo mal was mit dem Schloss aufzumachen. Aber. Cool. 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 Soll ich jetzt überhaupt abspeichern, was ich da gerade gemacht habe? Ich habe es jetzt mal nicht abgespeichert. Weil ich nicht weiß, ob das gescheit ist. So. Yeah! Die sind gleich kaputt. Ah ja. Cool, das ist echt, das ist auch super. Genau, bestimmt. Ja, klar. Wie hätte das auch machen sollen ohne Munition, aber die ganze Munition. Insekten sind mit konventionellen Waffen schwer zu treffen. Am besten ist es, einen Schlag mit dem Brenner auszumerzen. Ja, das ist toll, aber ich habe noch keinen Brenner.